Guten Quatsch Hamburg mit Olli Hansen, Jessica Burmeister und Peter von Rumpold. Eure Radio Hamburg Comedy Show. Guten Quatsch. Die Fernsehserie Die Ernährungsdocs soll Zuschauern einen Weg zu gesunder, ja, Ernährung weisen. Die darin auftauchenden Ernährungsmediziner wie Dr. Matthias Riedel werden durch Talkshows geschleift, um ihre Message zu verbreiten. Doch es gibt jetzt vermehrt Kritik, dass das alles nicht neu sei. Alter Wein in neuen Schläuchen quasi. Da müssen wir beim Ernährungsdoc doch mal nachfragen. Guten Morgen, Herr Riedel. Hallo! Also Sie werden ja in dieser Serie quasi als Halbgötter der Ernährungswissenschaft verkauft. Dabei beruhen die Tipps doch auf ganz alten Erkenntnissen. Was meinen Sie genau? Naja, also dass Gemüse und Obst, Hülsenfrüchte, Getreide, Fisch und Nüsse gesund sind. Zucker ist dagegen ganz schlecht, Fleisch nur in Maßen und Bio selbst gekocht ist viel besser als Fertiggerichte. Das ist doch alles nicht neu. Und beim Trinken, ja, Wasser statt Fruchtsäfte, weil da viel zu viel Zucker drin ist. Und Bewegung an der frischen Luft natürlich. Und Alkohol ist auch nicht so richtig geil. Und diese 16-8-Diät, ja, das ist ja nichts, auch nicht mehr der hotteste Shit. Oh, da haben Sie aber gut aufgepasst bei unserer Sendung. Ja, überhaupt nicht. Das weiß ich alles von meiner Mama. Also, mal ehrlich, neu ist das nicht. Nee, das stimmt. Das ist tatsächlich alles seit Jahrzehnten bekannt. Wir kauen das nur noch mal wieder durch. Ja, aber wie kann es denn sein, dass die Leute trotzdem so ein Mist essen wie Steaks, Pommes, Burger, Pizza, halbes Hähnchen? Das kann ich Ihnen sagen, aber das ist auch nicht neu. Okay, also warum? Weil es einfach viel geiler schmeckt. Ach so, ja, klar, logisch. Kurz Nachrichten mit Jessica Burmeister. Erkenntnis des Tages. Auch Uhrmacher stellen irgendwann fest, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Fairer Ausgleich. Da Büroangestellte weniger schwitzen und seltener ihre T-Shirts wechseln, bekommen körperlich arbeitende Menschen jetzt einen Waschmittelzuschuss vom Staat. Der sogenannte Achselschweißausgleich. Grannys verliehen. Elisabeth Dose aus dem alten Stift Mettmann bekommt 2 Grannys. Für Tüdel Omi of the Year und Best New Heimbewohner. Das Wetter. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Ernährungsdocs Spezial. Heute live aus Ägypten von den Ernährungspyramiden. Das war's von uns. Wir sehen uns morgen wieder. Bleiben Sie doof. Wir sind es schon.